Da steht er nun, der Hau drauf und Kriegsheld AD, der gute Karl Wilhelm Ferdinand, und irgendwie versteht er die Welt nicht mehr. Erst wurde er, respektive sein Denkmal, vom Löwenwall, wo er, so meinte er, auch nicht so recht hingehörte, unter großem Trara wieder vor seine Residenz verpflanzt. Zu spät dämmerte ihm, dass seine ehemals standesgemäße Wohnstadt mittlerweile zur Shoppingabsteige verkommen war. Immerhin sah das gemeine Volk aber wieder zu ihm auf, mag er sich wohl wohlgefällig gedacht haben. Und Gottlob war ihm gestattet worden, dem Fake-Schloss, oder ist es doch eine der sich pandemieartig verbreitenden alternativen Fakten, dem Schloss den Allerwertesten seines Schlachtrosses und gleichermaßen den seinigen zuzuwenden. Aber dann das. Der Pöbel beliebte sich in seinem Schatten zu lümmeln, ja zu fläzen, ohne ihn, der im stolzen Alter von 71 Jahren heroisch einem Arbeitsunfall erst vom Schlachtross und dann zum Opfer gefallen war, auch nur eines untertänigen Blickes zu würdigen. Die Sprache hatte es jetzt aber wohl dem 1860 bereits Verblichenen letztendlich verschlagen, so er denn noch sprechen könnte. Als Rat und Verwaltung der Stadt Heinrichs des Löwen ihm auch noch ein veritables Kettenkarussell direkt vor die hochnoble Nase setzten. Ein Trost für den ollen Herzog, irgendwie schaffte es der edle Greis zu Pferde, ab und an dieses plebejische Pläsierinstrument stundenlang zum Stillstand zu bewegen. Verschwörungs-Aluhutträger munkeln neuerdings vielsagend von herzoglicher Telepathie. Oder lebt denn der alte Herzog gar noch tief in seinem Denkmal? Holzmichel lässt grüßen. Das sind zurzeit die wenigen Momente, wenn das Kettenkarussell mal still ist, in denen der alte Mann mit dem komischen Hütchen endlich wieder er selbst sein darf. Und wenn ihm dann auch noch die Sonne ins rechte, hochherrschaftliche Licht rückt, oder war das etwa dieser verdammte Fotograf wieder mit seinen billigen Tricks am Computer, dann setzt er sich im Sattel zurecht und träumt davon, dass die verdammte Kugel der napoleonischen Truppen ihm doch nicht tückisch von der Seite abgefeuert beide Augen und schließlich das Leben genommen haben. Jos van Aken.